Abgebildet sind die Graphen der Funktionen f und g mit f von x gleich 4 minus 3x² und g von x gleich Sinus pi halbe x. A. Zeigen Sie, dass sich die beiden Graphen an der Stelle x0 gleich 1 schneiden. Und b. Berechnen Sie den Inhalt der markierten Fläche. So, fangen wir mit der A an. Was ist da zu tun? Letzte Reihe. Also da rechnet man f von 1 und g von 1 und g kommt dann bei 3 von 1 aus und somit ist der Schnitt so dann bei 1 von 1. Gut, also f von 1 ist 4 minus 3 mal 1 zum Quadrat. Und jetzt rechnen wir aus, also da steht noch kein Gleich dazwischen, das g von 1 ist Sinus von pi x halbe, also Sinus von pi mal 1 halbe. Das Sinus von pi halbe ist aber 1, also ist f von 1 gleich g von 1 gleich 1. Und wir haben den Schnittpunkt 1-1. Gut, das war der erste Teil. Jetzt geht es um diese Fläche. Was ist bei dieser Fläche zu tun? Letzte Reihe bitte. Also wir rechnen das Integral. Ja? Integral von 0 bis 1 von f von x minus g von x dx. Genau, richtig. So, da setzen wir das dann ein. Das ist das Integral von 0 bis 1, f von x. 4 minus 3x² minus g von x, das ist Sinus pi x halbe. So, jetzt machen wir davon eine Stammfunktion. Eine Stammfunktion, letzte Reihe. 4x minus x hoch 3 plus cos. Also Stammfunktion von x² ist x hoch 3 Drittel mal 3 und dann können wir das wegkürzen. Dann kommen wir zu minus x hoch 3 weiter. Stammfunktion von Sinus ist? Minus Cosinus. Also habe ich hier minus Cosinus pi halbe x. Und dann muss ich noch durch die innere Ableitung dividieren. Pi halbe durch pi halbe. So, und das an den Grenzen von 0 bis 1. So, und dann müssen Sie einsetzen. Setze ich die 1 ein, dann steht da 4 minus x hoch 3. Dann setze ich die 1 an, dann steht da 4 minus x hoch 3, das ist also minus 1 hoch 3. Und dann minus minus gibt plus, plus Cosinus von pi halbe durch pi halbe. So, das war die 1 eingesetzt. Vorsicht bei der 0 einsetzen. Bei der 0 einsetzen steht hier tatsächlich 0, aber hier hinten ist es nicht. Also minus 0, 0. Und hier steht dann minus Cosinus von 0, Cosinus von 0 durch Pi halbe. So, der Cosinus von Pi halbe ist 0, der Cosinus von 0 ist aber 1. Es kommt also raus, 4 minus 1 ist 3, minus 1 durch Pi halbe und das ist Doppelbruch, das ist dasselbe wie 2 durch Pi.